Ey, wir haben 100 Tiere hier freigelassen und dann haben wir sie random überall hingesetzt. Auf jeder Seite. Ja, natürlich. Nein. Wo kommt ihr denn schon wieder her? Sehr viele Fledermäuse übrigens. Mach die Kreisrenntaktik, die hat beim Löwen auch funktioniert. Nein. Herzlich willkommen zu Tomb Raider. Wir kämpfen uns hier noch durch diverse Türenrätsel. Ich blick's übrigens nicht wirklich, aber reicht ja, wenn einer weiterkommt. So, wir machen den Hebel hoch. Den jetzt runter. Stand das irgendwo? Ist das ein logisches System, was ich nicht verstehe? Wir versuchen das jetzt nochmal. Sind mal wieder grandios gestorben. Genau, das letzte ist, wir sind abgestürzt. Verdient, Lara. Verdient. Mal Lira sagen. Lara. Laura. Lara. So. Auf ein neues. Das mit dem Stein verschieben, das schenken wir uns. Und? Genau. Nicht über die Brüstung. Nicht über die Brüstung. So, von hier. Jetzt da in die Mitte. Sieht gut aus. Sehr schön. Und von da jetzt da hinten drauf. Das hat auch geklappt. Was hatte eigentlich nicht geklappt, ne? Da waren zu viele Gegner drin, kann das sein? Hä, wo ist er hin? War hier nicht gerade ein Löwe oder sowas? War nicht? Nee, vielleicht doch nicht. Kommen wir da durch? Tatsächlich. Waren wir hier schon? Also es kommt. Ist das ein Nilpferd? Okay, jetzt kommen die Viecher. Da hätten wir aber auch noch ein bisschen warten können und von dort schießen. Was? Da ist doch gerade was drin geschwommen. Also den Preis für das schlauste Spiel gewinnen wir mit Sicherheit nicht. Okay, da scheint ein Zugang zu geben. Ah. Auf jeder Seite. Ja, natürlich. 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 Es war kein Nilpferd. Schlimmer. Es war ein Krokodil. Wobei, ich weiß gar nicht, was jetzt schlimmer ist. Nilpferd oder Krokodil? Mussten wir gerade nachladen? Lauf. Lauf. Okay, so. Jetzt das Krokodil. Zwei Krokodile. Genau. Alles klar. Nummer eins. Fledermaus. Okay. Zweites Krokodil. Und liegt er genauso wie der andere? Wir springen jetzt hier rein. Schwimmen wir schneller, als wir rennen? Kann schon sein, oder? Auf alle Fälle scheinen die... Ach Mann, mich würde mal interessieren, was war denn auf der anderen Seite? Speichern. Speichern ist nur was für Schwächlinge. So. Okay. Hier können wir immerhin Luft holen. Und hier kommen wir auch raus. Was für eine Riesenkammer. Was für ein Aufwand. Dieser König Midas hat echt Sinn für Humor. Okay, da gehen wir jetzt hoch. Klettern über das Felsgestein. Wir haben lange keinen... Nein, ach Mann. So nicht. Wir haben lange keinen... Was ist denn das? Da liegt was. Das will ich haben. Da, was ist das? Ah, ein Medipack. Und Munition. Okay, für eine Waffe, die wir nicht haben. Also wir müssen offensichtlich im ersten Kapitel eine Waffe übersehen haben.
Richtig blöd, oder? Oder haben wir die bei uns die ganze Zeit und checken's nur nicht, dass wir noch eine... Nee, da muss man irgendwie anders. So nicht. So nicht. Oder vielleicht andersrum? Nee, auch nicht. Das geht auch nicht. Okay, nochmal. Ich meine, hier können wir ja stehen. Müssen wir vielleicht wirklich von oben... Okay, da können wir aber trotzdem auch stehen. Das geht. Wir müssen vielleicht da hochrennen. Und dann springen. Vielleicht schräg rüberspringen? Ne, dass wir da... Also, erst rennen und dann springen. Das hätte ich jetzt eher gedacht. Nee, so wird das auch nichts. Wir könnten den Delfin machen und mit viel Gequake und Gezappel uns aus dem Wasser hechten. Ich wette, die neue Lara kann das bestimmt. Warum machst du das jetzt nicht? Gibst du jetzt auf? Gibst du ernsthaft auf? Okay, da drüben. Jetzt können wir mal runter. Guck mal runter. Was ist da unten? Was ist da unten? Okay. Hä, was ist das denn? Kennen wir das schon? Ist ja auch krass. Ist hier so eine Wasserfläche über irgendwas anderem. Sind wir jetzt über... über... dem Ding, wo wir vorher waren? Also praktisch dem Türen... Schlüsselraum? Keine Ahnung. Könntest du bitte versuchen, den Medipack zu kriegen? Bitte. So, jetzt mal... Da liegt auch was. Hast du gesehen? Da unten liegt was. Da liegt... Da. Hast du gesehen? Da lag was. Da lag was. Ja. Nee, so nicht. Aber, okay. Ach, das ist das hier. Hier ist noch irgendwo ein Löwe. Könntest du die Kamera mal drehen? Da muss ein Löwe sein. Man hört ihn. Wo muss hier ein Löwe sein? Waren wir hier schon? Du könntest mal die Grafik wechseln, dann siehst du auch was. Ah, okay. Das wollten wir holen. Aber da... da war noch was. Also so zu den geduldigsten Spielern gehören wir wirklich nicht. Nein, Lara. Ja, die sind schneller. Ach, nein, nimm einen Halt rein. Medipack. So, viele Schüsse sollte er jetzt eigentlich nicht mehr abgeben. Ja, guck mal, der rennt schon. Noch zwei Schüsse und erledigt. So, hier ist ja auch noch ein Löwe drin gewesen, oder? Oder nicht? Okay, aber da drüben lag auch was. Da liegt was. Genau, hier wollten wir auch hin. Das haben wir auch nicht gemacht. Nee, das wird nichts. Aber vielleicht kommt man doch irgendwie da hoch. Das sieht gut aus. Okay. Ah, nee, doch nicht. Haben wir doch nicht erwischt. Ja, klar. Der ruft natürlich noch seinen Freund. Wollten nur ein Medipack holen, da haben wir zwei Löwen an der Backe. Okay. Dadurch, dass wir nahezu gar nicht speichern, verliere ich hier irgendwie so ein bisschen... Ah, jede Menge Fledermäuse. Sehr viele Fledermäuse übrigens. Die haben auch nichts Besseres. Ja, die haben wahrscheinlich auch Hunger. Aber warum fressen die ja nicht die Löwen? Eigentlich sollten die Fledermäuse doch die glücklichsten Viecher sein.
Ab und zu können sie ja mal eine opfern, die dann dem Löwen zum Fraß vorgeworfen wird. Okay, hier liegt noch was. Noch ein Medipack. Hallo? Ja, danke. Schlechter Zeitpunkt, um zu schlafen. Mach die Kreisrenntaktik. Mach die Kreisrenntaktik, die hat beim Löwen auch funktioniert. Okay, da ist er hin. Und wir haben ja da noch den Durchgang, weißt du, wo der andere Löwe dann plötzlich kam. War da nicht ein Durchgang? Ah. Wir sammeln Munition für eine Waffe, die wir nicht haben. Oder doch? Kann es sein... Ja, ist jetzt die Frage. Haben wir die jetzt oder haben wir die nicht? Naja, wir sammeln auf alle Fälle das hier auch noch ein. Ist ja wirklich extremst dunkel. Wir machen auch kein Licht. Ist auch egal. Ist es das, was wir von oben gesehen hatten? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Das war extra noch in den im Felsen. Also, zur Erinnerung, zum Sammeln. Wir suchen immer noch einen Barren und sind dann ja durch so eine Tür jetzt gelaufen. Was für ein Riesengelände. Was? Wir könnten trotzdem mal speichern. Also Schaden wird es auf keinen Fall. Okay, hier ist das Delfinbeck. Ich bin. Jetzt habe ich komplette Orientierung verloren. Wo sind wir jetzt? Jetzt gehen wir komplett zurück, ne? Da ist das Delfinbecken. Wo sind wir jetzt? Und warum laufen wir so komisch? Also, egal was ist, wir sind immer noch im Palast von König Midas. Auch wenn wir gerade etwas, vom Wege abgekommen sind, kann es sein? Okay, hier sind wir wieder. Und hier müssen wir auch wieder durch die Tür durch. Die müsste ja noch offen sein, genau, weil wir ja noch einen Barren brauchen. Und dafür müssen wir da auch hoch. Oder? Erstmal sammeln. Können wir weiter. Da springen wir von oben. Also wird es nichts wahrscheinlich. Wir können ja vorher noch ein bisschen diesen Steinquader hin und her schieben, wenn es uns glücklich macht. Hm? Okay, klettern nicht über die Brüstung. So, wir springen hier erstmal schräg wieder runter. Versuchen es noch ein zweites Mal. Okay, so. Dann springen wir dahin. Und jetzt da hinten. Dran, sehr gut. So. Ein sicherer Sprung. Jetzt klettern wir hier wieder, mal gucken, ob wir wieder abstürzen. Jetzt sind wir wieder oben. Zack. Genau, und wenn wir jetzt hier runterfallen, das wäre blöd, dann sind wir wieder da, wo wir eben waren. Genau, da unten. Ah. Einfach von da fallen lassen. Was ist das denn alles? Okay, verschiedene Arten von Munition. Medipack. Cool.
Cool. Cool. Sehr schön. Ja, aber wir mussten doch noch da hoch. Wir sind da doch noch gar nicht fertig gewesen. Oder? Ja. Ja, das wirkte schon sehr gut gerade. Und hier war auch noch was. Da drüben, auf der anderen Seite. Da, hinter dir. Hinter dir. Siehst du's? Boah, Gott. Okay. Das war jetzt schon Pro-Gamer. Eindeutig. Okay. So, jetzt kannst du rückwärts gehen übrigens, dann lässt sie sich automatisch runterfallen. Wenn du dich jetzt rückwärts hinstellst, müsstest du dich drehen. Drehen. Im Rücken. Also anders. Noch ein Stück drehen. Und dann rückwärts laufen. Nein, so nicht. Ratet mal, wer nicht gespeichert hat. So, vor Wut erstmal in die Steuerung rein. Dann wird der Controller weggeschmissen. So, jetzt wird hier. So, okay. Wir sind wieder soweit. Wir laden neu. Okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, geladen wird immer so random irgendwie dazwischen. Ach, wieso war das auf Panzersteuerung? War das die ganze Zeit schon Panzersteuerung? Krass. Habe ich gar nicht mitbekommen. War das Special Panzersteuerungsfolge? Okay, hier sammeln wir jetzt ein. Da unten ist gerade was langgerannt. Also einen Löwen höre ich nicht. Doch, da hört man einen Löwen. Da ist ein Medipack. Mal gucken, ob wir es noch bis zum Medipack schaffen. So, jetzt kennen wir uns ja schon fast hier ein bisschen aus. So, wir haben hier ein Medipack. Okay, hier kann man rollen. Hier ist noch ein zweites. Ja, wahrscheinlich brauchen wir das auch. Zum Glück erwischt er uns nicht jedes Mal. Wo ist er? Hä? Och. Vielleicht sollten wir doch wieder die Panzersteuerung nehmen. Aber wir nehmen deshalb unser Medipack. Wo kommt der denn her? Vor dem Affen ist nach dem Affen. Andersrum. Nach dem Affen ist vor dem Affen. Okay, jetzt müssen wir hier rüberspringen. Genau. Zack. Puh. Ja, und jetzt haben wir wieder ein Problem. Wie kommen wir da? Jetzt nehmen wir das mit. So, und wenn du jetzt rückwärts gehst, rückwärts, nein, rückwärts gehen, rückwärts, dreh dich rum. Und jetzt rückwärts gehen, genau, einfach jetzt Schritte rückwärts, nicht vorwärts. Rückwärts, das ist vorwärts, so, genau, nein, rückwärts, das ist immer rückwärts. Das ist in jedem scheiß Spiel rückwärts. Schreibt mal in die Kommentare. Ach ja. Mhm. Gleich viel besser. Sehr gut. Okay, wir üben zuerst mal das an die Kante hängen. Weißt du noch, wie das... Probier's nochmal. Ich glaube, das ist zu kompliziert. Wenn du jetzt dich quasi an die Kante rollen willst. Dann
nimm wenigstens das Geheimnis noch mit. Und jetzt loslassen. Wir nehmen das Hundegepäck. Er ist tot, Jim. So langsam kennen wir uns ja auch aus. So, da kommt noch ein zweiter. Und der Löwe hängt wahrscheinlich unten. Nehmen wir das Medipack mit. Und wir üben jetzt nochmal unseren Move nach unten. Mhm. Ja. Es läuft, es läuft. Gott. Ich wusste gar nicht, dass die Viecher so Freunde sind. Ha? Seit wann mögen sich zwei Löwen? Es müssen Geschwister sein, oder? Ja, eigentlich stehen die ja nicht so auf Partner. So andere Löwen. Ich glaube, so ein Geschwisterpärchen, da passiert das manchmal, dass zwei dominante Löwen zusammen einen Rudel führen. Wir hängen an der Kante. Nein, Löw! Nein, nein, nein! Oh. Mann. So geil. Aber, wisst ihr was? Wir speichern nicht. Wir speichern nicht. Natürlich nicht. Ne? Wir machen das immer und immer wieder. Jeden Tag. Ihr dürft euch jetzt ab sofort, ja? Dürft ihr euch jetzt jeden Tag diese eine Szene reinziehen. Wir nehmen ein Heilpaket zu unserem Freund. Ist auch nicht schlimm, wenn man die abknallen, weil die kommen sowieso immer wieder, wenn wir sterben. Das entwickelt man, glaube ich, oder? Wenn man... Ja, ist klar. Wir bringen die erst um, wenn wir diese eine Szene hier geschafft haben. Wenn wir es geschafft haben, uns an diese Wand zu hängen, genau dann. Spring jetzt bitte nicht wieder nach vorne und wunder dich, dass du nicht springen kannst. Rückwärts. Jetzt versuchst du wieder daran zu rollen, oder? Ich glaube, das ist zu weit. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass es so funktioniert. Was jetzt passiert? Nee, ich stehe. Jetzt geh mal einen Schritt zurück. Jetzt. Ach, zurück! Nicht vor. Geh zurück. Mann. Geh doch einfach zurück. Ja, das ist Zufall. Ja, genau. Das geschieht dir recht. Interessantes Geräusch. Wie so eine Uhr. Und dann macht noch die nur die Fledermaus mit. Okay, was für eine spannende Folge. Hm? Spaß, Spannung, Action, alles dabei. Nur keine Schokolade. Punkte Schokolade. So, jetzt hier hoch.
Ich habe mal wieder komplett die Orientierung verloren, aber wir machen halt einfach weiter und hoffen, dass wir hier weiter rennen. Renn. Drehst du dich mal um? Nein, natürlich nicht. Ich würde gerne mal wissen, wie das aussieht, wo man da drunten reingefallen wäre. Aber das gönne ich dir nicht. Und auch hier? Okay. Puh. Okay, wo sind wir jetzt? Ah. Nein! Wo kommt ihr denn schon wieder her? Okay, da ist noch unten noch eine Etage, die war noch eine. Oder zwei? Ey, diese Viecher kommen immer wieder aus allen Ecken. Ey, wir haben 100 Tiere hier freigelassen und dann haben wir sie random überall hingesetzt. Hm. Wovon ernähren die sich? Wer hat die da reingesetzt? Sind das irgendwelche verwilderten... Und was machen wir hier? Schwer zu sagen, ne? Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der beste Move war. Aber vielleicht ist hier der Barren. Keine Ahnung. Da hinten, dieses Ding sieht komisch aus. Dieses eine Ding, jetzt müssen wir nur an den zwei Löwen noch vorbei. Vielleicht können wir ja den... Nee, das ist einfach nur so eine ungestürzte Säule, ne? Weil da steht noch so eine. Ja, ist nur eine Säule. So, wir versuchen jetzt hier mit den zwei Löwen. Wir rollen uns drüber. Sehr schön, Lara. Nein. Nein. Nach diesem Debakel. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. Ciao.